Mustafa Ünal 5:0 gewonnen beim ATSV Mutschelbach. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war von Anfang an, muss ich sagen, waren wir voll da. Man hat von der englischen Woche überhaupt nichts gesehen. Ja, das war wieder ein sehr tiefer Platz, sehr schwer zu bespielen. Und wir haben das voll angenommen, wieder haben alles rausgehauen. Haben uns an den Matchplan gehalten und viele Chancen rausgespielt. Und dann auch am Schluss vor der Halbzeit das 1:0 gemacht, hat lange gedauert. Ja. Aber es war dann sehr reif, dass wir einfach nach den vergebenen Chancen weitermachen, dranbleiben, nicht verzweifeln, sondern einfach die Qualität weiter aufs Feld bringen. Und das haben wir über 90 Minuten durchgezogen. Musstest du in der Halbzeit irgendwas Besonderes sagen, dass wir dann im zweiten Durchgang ein paar mehr Chancen verwandelt haben? Nö, gar nicht. Das war eine Frage der Zeit irgendwo, dass wir das nicht machen. Wenn wir ruhig bleiben, unsere Chancen weiterhin so rausspielen, zielstrebig bleiben, dass irgendwann einer reinfährt, ist klar. Ja. Und das haben wir dann bis zum Schluss durchgezogen und auch in der Höhe meiner Meinung nach verdient gewonnen. Du hast es schon gesagt, wieder ein tiefer Platz, hier auch wieder kleine Verhältnisse. Müssen wir uns da jetzt für die nächsten Wochen ein bisschen umstellen, wenn wir dann doch wieder auf technisch nicht so anspruchsvollen Geläufen spielen? Nee, ich denke, wir können beides. Wir sind vorbereitet, also wir können kämpfen und Fußball spielen. Ja. Und wenn Kampf gefragt ist, dann bieten wir Kampf. Und wenn Fußball gefragt ist, dann spielen wir auch Fußball. Und wenn beides geht, ist es noch schöner. Und daher sind wir für alles vorbereitet. Sonst die letzte Frage jetzt heute noch zum Wetter. War dann wahrscheinlich keine angenehme Situation, hier draußen zu sein, oder? Ab der Führung war es richtig gut. Dann spürt man das Wetter nicht. Da steht man unter Strom, Adrenalin. Also für mich war es nicht schlimm, für die Zuschauer weiß ich nicht. Aber das war okay, wenn man gewinnt, dann steckt man das gut in Kauf. Dann sehen wir uns am grünen Donnerstag gleich wieder. Nächstes Heimspiel. Bis dahin, auf die Blaue. Vielen Dank, bis dann. Danke dir. Ivo Čolić 5:0 hier in Mutschelbach gewonnen. Am Ende wahrscheinlich ein hart erkämpfter Sieg, auch wenn es in der Höhe dann doch gut aussieht, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir wussten, was auf uns zukommen wird hier. Die Begebenheiten hier, der Platz und alles drum und dran, die Witterung. Aber schlussendlich, ja, wir waren von Anfang an voll da. Ich glaube, wir haben fast überhaupt nichts zugelassen. Waren ganz halt präsent, eine Torschance nach der anderen und schlussendlich, glaube ich, hochverdient dann auch 5:0 gewonnen. Eine Frage gleich zur Anfangssituation, da kam ja gleich die Reklamation zum Handspiel. Was war's? Ja, für mich war es ein klares Handspiel. Also ich stand genau davor, ich hatte eigentlich eine klare Sicht. Der Schiedsrichter stand auch genau neben mir, deswegen konnte ich es nicht ganz nachvollziehen, wieso er nicht gepfiffen hat. Vielleicht, weil es ihm zu früh war, ich weiß es nicht. Aber schlussendlich ist ja dann auch gleichgültig, ob er den gegeben hat oder nicht, wenn man das Ergebnis betrachtet. Dann habe ich noch eine Frage zur Eckenvariante, die wir gespielt haben. War so geplant, oder? Dass du ja, war tatsächlich so geplant. Wir haben es in der ersten Halbzeit schon gemerkt, dass wir unglaublich viel Platz haben da in dem Halbraum. Und dann haben wir es wirklich in der Halbzeit besprochen, dass wir, wenn den Hase den Trick, dass wir den so durchführen und dass er dann auch so direkt beim ersten Eckball in der zweiten Halbzeit so klappt, ist natürlich dann hervorragend. Super, dann, was erwartet uns jetzt am Donnerstag? Wieder eine kurze Woche. Wie sieht es mit der Energie aus? Ich glaube, momentan sind wir auf so einer Welle, die uns da trägt. Ich glaube, was Energie angeht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, wir sind voll da, auch wenn wir im 2-3-Tages-Rhythmus spielen. Also ich glaube, das ist das Letzte, worüber wir nachdenken. Da müssen sich die Fans auch keine Sorgen machen. Also wir machen das schon. Alles klar, dann sehen wir uns am Donnerstag. Bis dahin, auf die Blaue. Auf die Blaue. Danke. Ja, Kölde! Ja! Herr Niklas Kolbe, 5:0 hier gewonnen in Mutschelbach. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, gut. Ich denke, wenn man 5:0 gewinnt, braucht man nicht viel bemängeln. Zählt trotzdem nur als ein ganz normaler Dreier, von dem her munter putzen, Donnerstag weitermachen. Wie schwer war hier jetzt wieder das Aufbauspiel? Ich meine, wir wissen, dass Mutschelbach doch ein bisschen anders auftritt als die meisten anderen Gegner in der Liga. Die haben euch vor allem am Anfang früh unter Druck genommen. Da ist das Aufbauspiel ja deine Rolle. Wie sah das dann für euch aus? Ja, wir müssen ja nicht immer in Schönheit sterben. Ich wiederhole mich da gern. Ein Dreier gibt es bei jedem Spiel, egal wie man spielt. Hauptsache man gewinnt. Man muss nur ein Tor mehr schießen. Und wenn der Platz heute nicht so ist, in Neckarsulm war es noch schlimmer, dann muss man halt mit anderen Mitteln kämpfen. Ich denke, das ist uns heute sehr gut gelungen. Was müssen wir dann jetzt in den nächsten Spielen mitnehmen? Ich habe vorhin Mustafa Ünal schon gefragt. Der sagt, wir können beides spielen. Müssen wir da vielleicht anders auftreten, wenn die Plätze so schwierig sind jetzt im Frühjahr? Ja, auf jeden Fall. Da ist erstmal Kampf wieder im Vordergrund.
Und das hat man heute auch gesehen, dass wir da auf jeden Fall wie in jedem Spiel über unsere Grenzen rausgehen wollen, weil wir haben jetzt genug Scheiße gefressen letzte Saison. Und von dem her denke ich, dass es dieses Jahr endlich soweit ist. Und so dreht man, denke ich, auch auf. Jetzt bist du ja einer der Verteidiger, nicht der, der im Angriff vorne dabei ist. Was hat heute dann in der zweiten Halbzeit einen Unterschied gemacht, dass da vorne die Dinger reingegangen sind? Ja, gut, wenn man die Chancen in der ersten Halbzeit schon anguckt, denke ich, kann man das sich auch nicht beschweren, wenn man mit 3-0 in die Halbzeit gehen. Und wenn sich die Chancen häufen, irgendwann kleppert es dann halt hinten drin im Netz. Und in dem Fall waren es jetzt 5. Mal schauen, hoffentlich läuft es am Donnerstag auch wieder so positiv für uns. Alles klar, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, auf die Blaue. Auf die Blaue. Komm jetzt! Ja! Ja! Komm! Ja! Yeah.